Herzlich willkommen auf der Top Hair. Ob die neuesten Trendhaarschnitte oder die innovativsten neuen Produkte, hier auf der Top Hair in Düsseldorf findet man sie alle. Und wir schauen sie uns mal gemeinsam an. Kommt! Die Top Hair in Düsseldorf ist mit über 20.000 Besuchern die größte Friseurfachmesse und alle großen Marken sind hier. Wella, Schwarzkopf, Glint, Maria Nila und auch Dyson. Hier in dem Dyson-Stand kann man die neuesten Produkte ausprobieren. Gut, dass ihr schon mal ein Review geguckt habt zum neuen Astray. Was es hier ganz neu gibt, ist der neue Dyson Supersonic Air. Der ist exklusiv für den Friseurgebrauch, also nicht für den Einzelhandel gedacht. Und soll uns Friseure beim Arbeiten unterstützen. Was man auf jeden Fall schon merkt, ist, dass er sehr, sehr leicht in der Hand liegt. Aber die Form ist doch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Die Sensorentasten auf der Rückseite sind wunderschön minimalistisch. Aber da ich ja beim Arbeiten doch eher so versuche, die Tasten zu fühlen, finde ich es ein bisschen unpraktisch. Ansonsten hält wieder sämtliches Zubehör magnetisch. Und es gibt wieder die bekannten Zubehöraufsätze, die so beliebt sind. Bin mal gespannt, wenn er in Deutschland auch auf den Markt kommt und ich ihn dann testen kann. Der Dyson Airstrade und der Dyson Airwrap sind natürlich die Produkte, die am beliebtesten sind. Und irgendwie habe ich so den Eindruck, jeder, der es mal ausprobiert hat, findet es irgendwie toll und will es gerne mitnehmen. Der Preis ist so ein bisschen das, was viele zögert. Aber diese Magie der Geräte ist nicht unbegründet. Ihr wisst noch, welche Probleme ich hatte beim Aussprechen von dem berühmten Olaplex-Wirkstoff. Tja, offiziell haben sie jetzt eine Abkürzung bis Amino. Das kann man sich viel einfacher merken. Neben mir hier ist der Stand von TCC, der Thermo Care Cut. Oder vormals der Care Cut oder davor die heiße Schere. Das ist diese ikonische Schere mit dem roten Kabel. Und ich erkläre euch jetzt mal, was es damit auf sich hat. Bei der TCC, der Thermo Cut, werden die Klingen der Schere auf ca. 100 bis 150 Grad erhitzt. Und das hat den großen Vorteil, dass die Haare gleich beim Schneiden versiegelt werden. Das ist sehr schön für die Haarstruktur. Das beugt Spliss und anderen Sachen sehr effektiv vor. So dass man sagen kann, dass die Haare schon beim Schneiden effektiv geflickt werden. Es hat keinerlei Nachteile. Außerdem gibt es jede Menge Shows, wo die neuesten Trends gezeigt werden, wie diese gerade von Dyson. Ich bin hier am Stand von Hair Help the Ocean. Das ist eine Aktion, die mit abgeschnittenen Friseurhaaren den Ozean reinigen. Denn unsere abgeschnittenen Haare nehmen sowohl Fette wie Sonnencreme, Öle und alles andere, was so im Ozean rumschwimmt, auf. Uns hat sich ja auch herausgestellt, dass Haare ein effektiver Damm und Schutz gegen Mikroplastik sind. Mit dieser Aktion kann man also seine abgeschnittenen Haare als Friseur einsammeln und dadurch die Meere säubern. Sehr cool, wie ich finde. Schon seit ich meine Ausbildung begonnen habe, arbeite ich mit Beginnprodukten. Und das ist auch der Stand, der mir hier am besten gefällt. Schön offen, luftig, modern eingerichtet. Und mit jeder Menge Auswahl. Ein großer Trend bei Glint dieses Jahr sind die Liquids. Das ist so eine Art Lipgloss für die Haare. Und damit bekommt man auf schonende und pflegende Art und Weise genau diese Töne hin, die auf Social Media so berühmt sind. So eine Bambi-Balayage sind oder diese ganzen soften Töne, die mittlerweile sehr gefragt sind. Die Liquids, mit denen ich auch schon gearbeitet habe, sind sehr schonend zu den Haaren. Wie generell die Glint-Haarfarben auch sehr schonende Haarfarben ermöglichen. Was auch ein Grund ist, warum ich damit arbeite. Hier gibt es jede Menge zu sehen auf der Top Hair. Ob nun die neuesten Liquids bei der Firma Glint oder eben diese neue Kamm-Technologie, mit der man die Haare gleichmäßig anfeuchten kann. Auf der einen Seite hat ein ganz normaler Kamm, auf der anderen Seite einen Schwamm. Sehr interessant und eine Weltneuheit, die hier präsentiert wurde. Oder auch eine neue Produktlinie für Locken. Curly Girl Safe, die hier schön präsentiert wird und wo mal gezeigt wird, wie man richtig Locken herausholt und Locken wieder zurückholt. LG hat zusammen mit der Haarkosmetikmarke Qi den LG Qi Color Master herausgebracht. Das ist ein, ja, wie soll ich sagen, ein KI-gesteuertes Farbmischsystem. Man kann im Prinzip durch die KI, die da in dem Computer drin ist, seine Farbe perfekt anmischen lassen. Mal schauen, ob KI auch wirklich die Friseure mal ersetzen wird. Außerdem gab es noch eine Barber-Challenge auf der Top Hair. Und es war sehr cool mit anzusehen, was die Jungs so alles drauf haben.
Das war die Top Hair 2024 aus Düsseldorf. Es gab jede Menge Trends, Innovation und Inspiration. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Es waren für mich auf jeden Fall auch zwei sehr anstrengende Tage, aber es war mal wieder sehr schön, mit Kollegen sich auszutauschen und neue Trends und Innovationen mitzunehmen. Vielen Dank auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns beim nächsten Video.